Willkommen, ich stehe hier in der Ausstellung nebenan, die Nachbarschaften der Lager Auschwitz 1 bis 3. Das ist eine Fotoausstellung hier im Museum der Alltagskultur. Und zu sehen sind Fotografien der Stuttgarter Fotografen Kai Loges und Andreas Langen, die zusammen unter dem Namen Die Arge Lola arbeiten. Und die sind in den letzten Jahren in die Nachbarschaftsorte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz gereist. Auschwitz war von 1940 bis 1945 Konzentrationslager. Das heißt, dort wurden etwa 1,1 Millionen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus ermordet. Auschwitz ist aber auch Wohnort. Das war vor 1940 Wohnort und ist auch bis heute Wohnort. Und die Menschen, die dort leben, da haben sich Andreas und Kai gefragt, wie lebt es sich eigentlich neben Auschwitz? Und genau das dokumentieren eben ihre Fotografien. Das heißt, hier im ersten Raum sieht man beispielsweise Fotos von diesen ikonischen Symbolen, die man im Kopf hat, wenn man an Auschwitz denkt. Also beispielsweise das Lagertor, das sogenannte Todestor oder den Schriftzug Arbeit macht frei. Aber sie zeigen sie eben nicht in klassischen Frontalaufnahmen, sondern mit so einem kleinen Twist. Man sieht beispielsweise einen Vorgarten, da steht ein Fahrrad und es ist eine sehr grüne Wiese und erst im Hintergrund kann man dann eben das Lagertor erkennen. So wie das eben für ganz viele Menschen ist, die hier in Auschwitz leben. Die leben direkt neben dem Konzentrationslager und haben die Nachbarschaft dann eben direkt vor Ort. Bevor das Konzentrationslager errichtet wurde, war Auschwitz ein ganz normales, reguläres Dorf. Dann kam die SS und ließ die Gebäude abtragen oder nutzte manche Gebäude komplett für das neu entstandene Konzentrationslager. Und 1945 kamen die BewohnerInnen dann zurück und nutzten das, was vom ehemaligen Konzentrationslager noch übrig war. Die Häuser, die Fundamente und die ehemaligen Baracken. Und deshalb entsteht heute so eine Vermischung. Man weiß eigentlich nicht genau, was ist von dem Dorf damals noch übrig, was ist aus dem Konzentrationslager, was ist neu dazu entstanden. Und hier versuchen wir eben, diesen Spuren so ein bisschen nachzugehen. Beispielsweise auch in diesem Bild hier, das ist ein Fischteich in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers, wo ziemlich sicher auch Leichen oder Asche der verbrannten Leichen verteilt wurde. Und das ist aber bis heute nicht ganz gesichert und man sieht daran, dass eigentlich ein Großteil des Geländes außenrum auch ein Friedhof ist. Die Arge Lola hat auch die ehemalige SS-Kommandantur fotografiert, also das Büro des ehemaligen Lagerkommandanten. Und dort sind heute Wohnungen für die Mitarbeiter der Gedenkstätte und für Freiwillige untergebracht. Und man sieht da eigentlich ganz guten Pragmatismus, also beispielsweise Gegenstände, die noch aus der Zeit des Konzentrationslagers sind, wie zum Beispiel diese Lampe hier oder auch die Stühle, die nach 1945 einfach bis heutzutage weiter genutzt wurden. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager durch die sowjetische Armee befreit. Bis heute wird dieser Tag in der Schule und im Ort Auschwitz groß gefeiert. Hier sieht man zum Beispiel Stefanie Wernick, eine ehemalige Überlebende des Konzentrationslagers. Sie gibt gerade den Schülerinnen der örtlichen Schule Autogramme und erinnert so an ihre Geschichte. Dazu gibt es einen Festakt, bei dem der Jahrgangsbeste oder die Jahrgangsbeste die polnische Flagge ins Lager tragen darf. Wie wollen wir an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern? Das ist eine Frage, die wir uns nicht nur hier in Baden-Württemberg stellen, sondern die auch sehr zentral ist für die BewohnerInnen von Auschwitz, weil die Geschichte so sehr mit ihrem eigenen Ort verbunden ist. Manche setzen sich sehr aktiv damit auseinander, andere wollen lieber verdrängen und bauen beispielsweise einen kleinen Wald vor ihr Fenster, um das Lager nicht jeden Tag sehen zu müssen. Hier in der Ausstellung dokumentieren wir genau diese Geschichten von Menschen, die vor Ort leben, teilweise sich eben sehr aktiv damit auseinandersetzen, teilweise die Zeit des Nationalsozialismus sogar als Kinder selbst erleben mussten. Roman Reson hat Bäume gepflanzt in seinen Vorgarten, um nicht jeden Tag das Lager zu sehen. Er ist kurz nach Kriegsende in der Nähe von Auschwitz geboren
und möchte sich am liebsten nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Im Gegensatz dazu steht sein Sohn. Er setzt sich jeden Tag aktiv damit auseinander. Er arbeitet nämlich als Geschichtslehrer und auch als Guide im Staatlichen Museum Auschwitz. Auch in Baden-Württemberg gibt es dieses Nebenan. Auch wir leben in der Nachbarschaft zu ehemaligen Konzentrationslagern oder Orten der Vernichtung und der Zwangsarbeit. Hier auf dieser Karte sehen wir die heutigen Gedenkstätten, die an diese Zeit erinnern. Aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr Orte, an denen Zwangsarbeit geleistet werden musste oder Menschen systematisch vernichtet und vertrieben wurden. Kennen Sie Orte in Ihrer Nachbarschaft und wie wird an diese erinnert?